Ah, schönes Lagerfeuer und das Ganze hier oben auf dem großen Sohl am Fuße des Wilhelm-Rabe-Turms. Ja, Olaf und ich, wir waren mal wieder unterwegs und zwar diesmal am 4. Advent zur traditionellen Sohlwanderung. Ja, und wenn ihr sehen wollt, was man da alles so Schönes erleben kann bei ja, hervorragendem Wetter, ja, dann bleibt mal dran. Ja, wir sind jetzt hier schon oberhalb von Holzen. Holzen liegt hier unten im ja, Tal und von hier aus geht es jetzt hoch Richtung Wilhelm-Rabe-Turm. Ja, aber gleich hier am Anfang muss man sagen, wir sind hier in einem Bereich von Holzen, links um die Ecke hier an den Felsen vorbei. Da haben wir hier die alte Stätte des Konzentrationslagers Holzen, das ist hier um die Ecke gewesen. Und hier oben, da haben wir Felsformation und ein Stück weiter hoch, da haben wir die Reste einer alten Wallanlage, die auf den Namen Poppenburg getauft wurde. Aber über diese alte Wallanlage lässt sich nicht viel finden. Sie liegt in Sichtweite mit der Homburg. Die Homburg liegt da hinten in den Homburgbergen. Und deswegen vermutet man, dass das hier ein Außenposten war. Hier für das Tal, hier das Lennetal zwischen Homburg hier und dem Hilz. Also da gibt es nicht viel drüber zu entdecken in den Büchern, aber auch da oben nicht viel zu sehen. Ja, Olaf und ich, deswegen habe ich gesagt wir gehen jetzt hoch, steht da hinten und winkt, wir gehen jetzt hier hoch Richtung Bohlweg und dann weiter hoch auf den Hilzweg bis zum Wilhelm-Rabe-Turm und dann im großen Bogen zurück. Und wenn alles klappt, dann kommen wir hier vorne wieder raus. Ja, noch eine kleine Erwähnung hier. Auf der Seite, das ist der Id. Und der hört hier auf. Und auf der Seite hier, da haben wir schon den Hilz, der sich dann weit hoch bis 480 Meter in die Höhe streckt. Ja, trotzdem ist mir kalt. Denn wir haben nur gerade mal so knapp 5 Grad und wir müssen jetzt erstmal auf Temperatur kommen. Und wie ihr seht, das Wetter ist heute natürlich nicht so dölle. Aber was soll man machen? Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und heute ist der 4. Advent und heute ist die ja, sagenumwobene Sohlwanderung. Eine alte Tradition. Das hier ist jetzt die 102. Sohlwanderung im Jahre 2021. Und ja, wir wollen da jetzt erstmal hoch und gucken, was uns da oben an Menschenmassen erwartet. Oh. Olaf Schad mit den Hufen, auf geht's. Ein kurzes Stück gegangen und schon sind wir hier am Bärenbrink. Eine ja, wiesenähnlicher Bereich hier im Hilz. Und hier haben wir im Sommer auch Orchideen, den seltenen Frauenschuh. Der wächst hier am Bärenbrink und ist deswegen auch ein schönes Wanderziel. Aber man darf natürlich da nicht auf die Wiese draufgehen und alles kaputt latschen, sondern man muss natürlich die Blütenpracht von hier unten bewundern. Hier fällt natürlich auf, dass das Ganze hier sehr hügelig ist, als ob hier mal Sprengungen stattgefunden haben. Ich weiß nicht, ob hier eventuell Krater sind aus dem Zweiten Weltkrieg oder zum Ende des Zweiten Weltkrieges, denn hier führen auch unterirdisch die Stollen lang. Und wir haben ja hier eine recht bewegende Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Und es könnte sein, dass hier im Nachgang von den Alliierten Sprengungen durchgeführt wurden. Auf jeden Fall fällt hier auf, dass das Ganze sehr markant hügelig und trichtermäßig aufgebaut ist. Aber das ist nur eine Mutmaßung von mir. Frauenschuh, hier sehr schön am Bärenbrink. Übrigens im Burgberg bei Befern, da haben wir auch eine Orchideenwiese. Auch dort wächst der Frauenschuh und diese Wiese ist auch touristisch erschlossen. Das heißt, da führen ja klar abgegrenzte Wege in diese Wiese hinein. Sehr, sehr schön, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Habe ich euch hier oben mal verlinkt, der Frauenschuh im Burgberg. Ja, übrigens, wir wandern hier auf der Legende der Rundwanderwege, dem Id-Hilz-Weg, der hier an Holzen vorbeiführt und jetzt hoch zum Wilhelm-Rabe-Turm. Also heute hier wieder ein herrliches Teilstück am Id-Hilz-Weg. Und dann, wenn ich den Id-Hilz-Weg hier schon erwähne, dann gleich auch nochmal die Tatsache, dass ich auch über den Id-Hilz-Weg einen schönen Zweiteiler gemacht habe. Auch das habe ich euch hier vorne ja gleich mal verlinkt.
Wäre aber schade, wenn ihr sofort drauf geht auf diesen Inforeiter, macht es am Ende des Videos. Dann könnt ihr nochmal durch meinen Kanal stöbern und viele tolle weitere Wanderziele hier entdecken. Ja, ich kriege schon Schnappatmung, Olaf rennt wieder los. Deswegen will ich mich jetzt mal ranhalten, damit er nicht zu weit vorrennt. Er lacht schon wieder diebisch. Wolltest du was sagen? Nein. Also weiter geht's. Ja, wir kommen jetzt auf den Bohlweg. Das ist einer der längsten Wege hier im Hilz, der quasi den kompletten Hilz durchschneidet und hinten bei Lenne beginnt und dann hier weiter Richtung Idwiesen führt. Ja, und dann kommt noch mal ein herrliches steiles Stück hoch zum Parkplatz Roter Fuchs und dann geht's auf dem Hilzweg, einem breiten Wirtschaftsweg, hoch zum Wilhelm-Rabe-Turm. Also hier gleich am Anfang die 340 Höhenmeter, die wir hier überbrücken müssen. Ja, ich habe es ja gesagt, Olaf und ich, wir gehen heute bei nieseligem Wetter, aber das lässt sich nicht ändern. Denn wir haben heute den 4. Advent und da findet nun mal traditionell die Sohlwanderung statt, hoch zum großen Sohl, hoch zum Wilhelm-Rabe-Turm. Und ja, da kann man sich das Wetter dann nicht aussuchen. So, Sohlwanderung, wichtiges Stichwort, ich habe es gesagt, eine traditionelle Wanderung am 4. Advent. Denn dort oben auf dem großen Sohl, da hat sich 1904 die Sohl-Brüderschaft gebildet unter Leitung des Herrn Dr. Freitag. Der war Lehrer am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Hannover. Und da hat er zusammen mit Schülern dort oben die Sohl-Brüderschaft gegründet. Und seitdem machen die dort traditionelle Wanderungen hoch zum großen Sohl. Und ja, mittlerweile, hatte ich es gesagt, zum 102. Mal findet diese Wanderung statt. Und als das 1904 dort oben gegründet wurde, da gab es oben einen alten Vermessungsturm auf dem großen Sohl. Und der war schon sehr morsch und in die Jahre gekommen. Und ja, sein Ende war nur noch eine Frage der Zeit. Und da haben die Sohl-Brüder zusammen mit dem Grünplaner Hilzverein die Idee entwickelt, dort einen neuen Turm aufzubauen. Und das passierte dann im Jahre 1908. Der Turm wurde neu erbaut. Allerdings hielt der Turm nicht sehr lange, denn das Fundament war nicht so optimal. Und schon im Jahr 1909 ist dieser Turm wieder umgekippt nach einem großen Sturm. Denn da oben fegt natürlich der Wind ordentlich rüber. Ja, mittlerweile dann da oben der Wilhelm-Rabe-Turm, 15 Meter hoch, eine Stahlkonstruktion und die steht wie eine Eins. Und der Turm wurde natürlich nach dem Schriftsteller und Dichter Wilhelm Rabe benannt, der in Eschershausen geboren wurde und dann 1910 verstorben ist. Und deswegen Wilhelm-Rabe-Turm. Ja, heute erwarten wir sehr viele Menschen da oben. Unterwegs haben wir schon die ein oder andere Wandertruppe gesehen. Also da wird sehr viel Tamtam sein. Also nicht wie sonst, alles ruhig und beschaulich. Aber egal, deswegen sind wir ja auch auf dem Weg da hoch. Ja, hier noch ein kurzes Stück. Dann kommt der Parkplatz beim Roten Fuchs. Und dann geht es nochmal steil hoch. Ah, der Parkplatz Roter Fuchs ist erreicht. Und ja, für mich natürlich die Gelegenheit, wie immer auch traditionell, einen Sprödistein hier auf Wanderschaft zu schicken. Ich sage mal, gute Reise. Und ja, wer so einen schönen Stein findet, der darf es gerne unter Hashtag Sprödiskanal posten auf Facebook oder Instagram oder sonst wie. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, jetzt geht's hier hoch auf dem Hilzweg weiter Richtung Großer Sohl. Alter, was für ein Scheißwetter. Es nieselt ohne Ende. Und ja, auch das Objektiv hat dann auch schon ein paar Nieseltröpfchen abbekommen. Also nicht so schön für die Bildqualität. Aber der Wilhelm-Rabe-Turm ist erreicht.
Und da haben wir ja die Schutzhütte hier oben auf dem großen Sohl. Und da werden wir dann uns jetzt erstmal ja, eine gemütliche Runde machen, in der Hoffnung, dass nicht allzu viel los ist. Denn einige sind hier auch schon mit dem Auto hochgefahren, die Förster. Und ja, erwarten hier die fleißigen Sohlwanderer. Und man sieht es hier, auch für ein kleines Lagerfeuer wurde gesorgt. Ist das nicht herrlich? Ja, auch hier an der Sohlhütte muss ich erstmal wieder einen Sprödi-Stein auf Wanderschaft schicken. Und Olaf, der bereitet schon den Kinderpunsch vor für uns beide. Also ich hatte gedacht, der verarscht mich. Aber nee, es ist Kinderpunsch, den er mitgeschleppt hat, weil er meint, ich muss ja noch Auto fahren. Also wie gesagt, Kinderpunsch. Ja, und hier im Hintergrund das Feuerchen, das hier die Sohlwanderer zum Verweilen einlädt. Und ich will jetzt gleich mal, nachdem ich dann den Kinderpunsch getrunken habe, nochmal hochschauen oben auf den Wilhelm-Rabe-Turm und mal gucken, ob ich einen Blick Richtung Atomkraftwerk Grohnde erhaschen kann, das denn jetzt zum 31.12. abgeschaltet wird. Aber ich denke mal, bei dem diesigen Wetter eher unwahrscheinlich. Aber ja, nach dem Kinderpunsch geht's nochmal hoch. Ja, der Wilhelm-Rabe-Turm ist bekannt für seine fantastische Weitsicht ins Leinebergland und dann natürlich hier rüber über die Idwiesen, die ihr hier im Vordergrund sehen könnt, vorbei am Vogler mit dem Ebersnackenturm bis weit hinten zum Teutoburger Wald. Da drüben haben wir das Weserbergland. Ja, und da drüben, da könnt ihr sehen, im ja, Hintergrund die Kühltürme vom Atomkraftwerk Grohnde. Da, ihr seht es, ja, das Atomkraftwerk wird zum 31.12. abgestellt und dann wird das ganze Ding runtergefahren und zurückgebaut. Also auch nochmal hier Ende 2021 ein trauriger Moment. Mein Orientierungspunkt in der Landschaft, ja, wird dann vom Netz genommen nach ja, jahrelanger ja, zuverlässiger Betriebszeit. Und einer Rekordproduktion an Kilowattstunden muss das in den 80er Jahren gebaute Atomkraftwerk Grohnde jetzt ja, eingestampft werden und vom Netz genommen werden. Gut, ja, ich weiß, ihr wolltet hier die tolle Weitsicht genießen, aber heute hier am 4. Advent ist das Ganze ja eher auf 30 Meter beschränkt und scheiße kalt hier oben. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und ihr seht, ich bin der Einzige, der hier hochgeht. Die anderen bleiben sowieso schon unten. Also gehe ich auch wieder runter. Ja, 30% Regenwahrscheinlichkeit. Es regnet in einer Tür. Leckere Bihonsuppe werden wir uns jetzt gleich genehmigen. Aber momentan ist Olaf im Stress. Unser Kochmeister und Grillmeister hier ist in seinem Element. Er tut da wieder so, als ob er nichts hört. Häusern oder das Befahren der Meere. Eines verwehrte Göttervater Zeus ihnen jedoch, das Feuer. Was ist es? Big Pete Christmas Edition. Oh. Aber vorsichtig, trink langsam, sag ich dir. Ja? Ja. Wärmt er durch? Das ist kein Lokstädter. Ja, nach einem üppigen Mahl ist es Tradition, dass wir uns hier den Alkohol hinter die Binde kippen. Und diesmal mit einem, was war es, Olaf? Big Pete Christmas Edition 2019. So, ein Weihnachtsschnäpschen sozusagen. Whisky. Weihnachtswhisky. So. Ja, dann mal da. Oh. Der ist von der... Komm hoch. Bleib nicht sitzen, komm hoch. Ja, ja. Komm hoch. Dann läuft er besser. Prost. 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 Schön langsam. Ja. Soll man dann riechen? Das Gute ist, mir ist kalt bis in sämtliche Glieder. Und mit so einem schönen
Weihnachtswhisky wird es dann wieder schön warm werden, bevor wir dann bei, ja, gefühlt Sturm über die Idwiesen gehen werden. Also, Prost. Ich muss sagen, wir trinken auch die Besten, die wir kennen, auch uns. Ach. Ja, es ist wieder eine Herausforderung. Und während wir uns hier die Binde zukippen, Volksfeststimmung hier am Wilhelm-Rabe-Turm. Ja, Kranzniederlegung hier am Wilhelm-Rabe-Denkmal. Dazu passend Schlagermusik aus der alten Zeit. Ja, es wird Zeit, dass wir hier oben den Sohl verlassen und weiterziehen. Hier artet das Ganze in Volksfeststimmung aus. Aber schön. Aber jetzt geht's weiter runter auf dem Hilsweg und dann über die Idwiesen im Id dann zurück. So. Wollen wir mal schauen, wie das Wetter jenseits des Hils ist. Ja, wir haben ja das Volksfest oben am Wilhelm-Rabe-Turm jetzt verlassen und ein kurzes Stück weg. Hört man auch schon nicht mehr von der Schlagermusik, Gott sei Dank. Und jetzt sind wir ein bisschen abseits des Weges. Hier hinten drin, im dichten Fichtendickicht, da soll irgendwo eine alte Schutzhütte sein. Ein kleiner Lost Place. Und den wollen wir nochmal aufsuchen. Ich hoffe, wir finden es. Denn ja, irgendwie liegt hier alles voller Bäume. Aber wir gucken mal hin. Ja, hier so mitten im Hils ist die Wahrscheinlichkeit, auf Wildschweine zu treffen, dann doch schon größer. Aber wir suchen ja eigentlich diese Schutzhütte, die mir hier angepriesen wurde. Aber, ja. Sieht nicht danach aus. Nee. Aber ich bin ja hartnäckiger als eine Erkältung dann, ne? Und von daher gucken wir nochmal. Ja, Regenwahrscheinlichkeit 30%. Ich möchte das nochmal erwähnen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es in eins durchregnet, war 30%. Und die haben wir natürlich mitgenommen. Ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher. Aber hier ist der Lost Place, eine alte Schutzhütte. Wahnsinn. Also hier können wir jetzt erstmal stundenlang drin rumkraxeln und schauen, was wir da alle so finden. Was die Leute so zurückgelassen haben. Ja, gucken wir mal rein, was? Ja, ich sag mal, das Neue ist jetzt so ein bisschen von, das kann man ganz klar sagen. Aber hier ist es auch nur so ein alter Rückeweg, da kommt auch keiner mehr lang. Und der viel bewanderte Bohlweg, der liegt da ganz unten, höhenmetermäßig bestimmt 60 Meter runter. Der führt nämlich da ganz unten lang. Und da wollen Olaf und ich jetzt ja auch weiter. Aber hier der kleine Lost Place hier im Hild, den wollten wir wenigstens nochmal mitnehmen. Das heißt, ich wollte den mitnehmen, Olaf wollte, glaube ich, gar nicht. Und Olaf ist sehr begeistert. Schwer begeistert. Ich trau mich noch mal rein. Mal gucken. Ja. Oh ja. Sehr schön hier. Ja, hier haben früher bestimmt mal welche gelebt. Ja. Lost Place am Hils. Aber jetzt geht es runter über den Bohlweg. Und dann gucken wir mal, welchen Weg wir einschlagen. Denn das Wetter ist nicht nur suboptimal, sondern eher schon unangenehm. Ja. Wir gucken mal. Ja, mittlerweile ist das hier keine Wanderung mehr, sondern eine Durchschlageübung wie damals bei der Bundeswehr, wo wir da einfach irgendwo rausgelassen wurden und dann zusehen mussten, dass wir zu der und der Zeit an dem und dem Ort ankommen. Aber Olaf und ich, wir ziehen das durch. Wir haben uns schön eingemümmelt. Außerdem sind wir voll des weihnachtlichen Whiskys. Und deswegen ist unsere Stimmung noch recht beschwingt. Alles Lüge. Ja. Hätten wir die Schlagermusik dabei, die da oben auf dem Turm gespielt wurde, dann wäre es natürlich noch schöner dann. Ne? Aber so
lauschen wir den Geräuschen des Waldes. Atemlos war es ja schließlich vorhin schon. Ja, wir sind jetzt hier an der Weggabelung. Hier geht es jetzt runter zu der Schutzhütte Drei Kastanien. Und dann wäre, und ich sage ganz bewusst, wäre unser Weg über die Idwiesen gegangen und dann hinten an der Roten Steinhöhle vorbei wieder zurück. Aber da uns die Feuchtigkeit mittlerweile hier in alle Ritzen gezogen ist, und ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, haben wir uns überlegt, wir gehen jetzt hier weiter entlang des Bohlweges und kreuzen nachher wieder den Weg, wo wir vorhin in Holzen gestartet sind, und steigen dann über den Bärenstieg wieder zurück Richtung Ausgangspunkt. Das soll dann reichen, denn ja, das Wetter hat sich nicht nur verschlechtert, der Wind wird immer stärker und ja, wie gesagt, es ist der Whisky von Olaf, der mir ganz schön hier in den Knochen hängt und mich meiner Beschwingtheit mittlerweile beraubt hat. Ja, also, da geht es jetzt weiter. Wir wollen hier mal den Bohlweg erkunden und leider nicht die Schutzhütte Drei Kastanien. Aber nicht so schlimm. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, mittlerweile sind wir hier auf strammem Rückweg entlang des Bohlweges. Und gleich geht es wieder runter zum Bärenstieg. Und dann sind wir auch wieder am Auto, völlig durchnässt. Aber man muss die Feste halt feiern, wie sie fallen. Und heute war nun mal die Solwanderung am 4. Advent. Und ja, es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Den alten Spruch kennen wir ja. Und bei mir ist die Nässe bis in alle Ritzen gezogen. So, ja, dadurch, dass wir hier fast wieder in Holzen angekommen sind, geht natürlich mein heutiges regenreiches Wandervideo dem Ende entgegen. Das heißt, ja, für euch Daumen nach oben da lassen, einen netten Kommentar und schaut mal durch meinen Kanal. Viele tolle weitere Wanderziele könnt ihr da entdecken, und nicht alle sind hier im Regen gefilmt worden. Teilweise habe ich auch mal schönes Wetter gehabt, und dann kann man zum Beispiel da oben am Wilhelm-Rabe-Turm eine herrliche Aussicht genießen. Das Video im Winter bei klarster Sicht bis zum Brocken habe ich euch hier oben nochmal am Ende des Videos verlinkt. Schaut mal durch. Wie gesagt, viele Inspirationen, denn hier im Weserbergland, im Leinebergland, aber auch im Kahlenberger Bergland und mittlerweile sogar innerste Bergland lässt sich vieles Schönes entdecken. Ja, ich sag tschüss, euer Sprüdi. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und im Namen von Olaf auch tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.